Sie sehen also nicht, dass das Thematisieren allein von diesen Transitionen Wasser auf die Mühlen von Pegida-Anhängern ist? Nein. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße bei uns sehr herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute sozusagen keine Ankündigungen von der Seite der Regierung. Ich habe bei den Kollegen ein bisschen Themen gesammelt. Da sind mir genannt worden Flüchtlinge, Pegida und Palästina. Und ich schlage vor, wir beginnen mit Flüchtlingen. Wer hatte dazu sich gemeldet? Herr Jordans war das. Ja, die Frage ist für Herrn Seibert und Herrn Demroth. Letzte Woche war man in seiner Einschätzung über die Gefährlichkeit von Pegida noch recht zurückhaltend. Übers Wochenende scheint sich das ein bisschen geändert zu haben. Am Abend gestern hat der Innenminister davon gesprochen, dass die Führungsriege bei Pegida harte Rechtsextremisten seien und dass die Gruppe unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Was ist da in den vergangenen Tagen passiert, dass man da in seiner Einschätzung jetzt so weit geht? Also für den Justizminister müsste dann der Sprecher des Justizministeriums sprechen. Wer hat Demroth? Es ging um den Innenminister, Entschuldigung. Ach so, pardon. Ja, vielen Dank für die Frage. Also vieles von dem, was Sie ja fragen, erschließt sich eigentlich, wenn Sie sich die Bilder der Demonstration beispielsweise vom vergangenen Montag in Erinnerung rufen, das zeigen oder das mit sich führen von Galgen, auf denen Politikernamen stehen. Das, was auch sonst an diesen Veranstaltungen an Meinungs- oder Wortbeiträgen erfolgt ist, also dass es dort sozusagen eine weitere Zuspitzung, insbesondere auch in symbolhaften Darstellen als auch in Inhalten gekommen ist, das dürfte eigentlich sozusagen für jedermann erkennbar sein. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die sogenannten GIDA-Bewegungen, also nicht nur die PGIDA, sondern allgemein die GIDA-Bewegungen, zwar keine organisatorische oder personelle einheitlichen Bewegungen sind. Die Klammer besteht aber insbesondere allgemein in Ressentiments gegenüber Asylbewerbern, Ausländern und Muslimen. Und vielerorts versuchen eben auch Rechtsextremisten sehr stark Einfluss zu nehmen auf diese Veranstaltungen, die ich jetzt mal mit GIDA ganz allgemein bezeichnen würde. Und nochmal, das Zeigen dieses Galgens jedenfalls in der vergangenen Woche ist ein sehr greifbares Beispiel oder sehr, sehr deutliches Beispiel dafür, dass die hetzerische und das aggressive Potenzial der Veranstaltung zunimmt. Und diese Entwicklung, genauso ist das, wird sehr aufmerksam von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder verfolgt. Und bei eben der Augenscheinnahme durch diese gerade genannten Behörden konnte bei einzelnen GIDA-Veranstaltungen eben eine rechtsextremistische Steuerung oder Einflussnahme festgestellt werden. Nachfrage dazu. Heißt das, dass dann schon vorletzten Montag diese Beobachtung stattfand oder hat die Entscheidung dazu erst in den letzten Tagen stattgefunden? Also Beobachtung meint jetzt nicht Beobachtung sozusagen im Terminus technicus Sinne der Verfassungsschutzgesetzgebung, sondern Beobachten meint, sich sehr aufmerksam zu betrachten, was dort geschieht. Und das geschieht nicht erst seit vergangenem Montag, sondern das geschieht schon seit geraumer Zeit. Weitere Fragen zu X-GIDA, Herr Steiner. Ja, Herr Dr. Demroth, ich würde gerne einfach wissen, was sind denn die Schlussfolgerungen, die jetzt Ihr Haus daraus zieht? Also was konkret unternimmt Ihr Haus an der Stelle? Welche Dinge werden in Erwägung gezogen? Naja, was bereits unternommen wird, habe ich gerade dargestellt. Insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz schaut sich sehr genau an, was dort geschieht, um möglichst frühzeitig beispielsweise eben eine Verfestigung der gerade genannten Thesen feststellen zu können. Also dass es gegebenenfalls eine Steuerung durch wirkliche rechtsextremistische Strukturen gibt oder nicht. Das geschieht, wie auch bereits gerade ausgeführt, schon seit geraumer Zeit. Und ansonsten ist es natürlich zunächst zuvorderst Aufgabe der Landesämter für Verfassungsschutz, über eine mögliche Beobachtung im engeren Sinne zu entscheiden. Also passieren tut da eine ganze Menge und der Minister selbst hat gestern ja sehr deutliche Worte gefunden in Bezug auf sowohl die
sowohl die führenden Köpfe von Pegida als auch sozusagen in Bezug auf Menschen, die sich diesen Veranstaltungen anschließen. Und sehr deutlich gemacht, dass man eben das nicht mehr alleine damit rechtfertigen kann, dass bestimmte Sorgen oder Ängste bei Einzelnen existieren. Das ist so, die existieren und die muss Politik auch adressieren. Er hat aber sehr deutlich gemacht, dass ein Hinterherlaufen hinter solchen Veranstaltungen nicht das gebotene Zeichen der Zeit ist. Nachfrage, wenn ich darf. Bitte. Es gibt ja doch immer wieder Überschneidungen, zumindest auch personell, was die Teilnehmer eben an diesen Demonstrationen im weiteren Sinne angeht. Und der AfD, gibt es dort in der Richtung irgendwelche Formen von Vorhaben oder Tätigkeiten bezüglich Beobachtung? Also nochmal, eine Beobachtung im rechtstechnischen Sinne, also sozusagen gegen die Pegida, gibt es im Moment nicht. Was es gibt, ist ein sehr aufmerksames Betrachten, was dort passiert. Und dazu gehört das Gesamtgeschehen auch zu dem Aspekt, den Sie gerade ansprechen. Herr Jung dazu. Herr Demroth, sieht der Innenminister eine Mitverantwortung für die Ängste, die diese Menschen haben, die bei Pegida mitlaufen, durch seine Äußerungen in den letzten Monaten? Also der Bundesinnenminister hat sehr frühzeitig und durchgängig erklärt, dass er der Auffassung ist, dass wenn Menschen beispielsweise, weil sie vor Ort konfrontiert sind mit größeren Erstaufnahmeunterkünften, wenn Menschen damit konfrontiert sind, dass beispielsweise Schulsporthallen in Beschlag genommen werden müssen, um Menschen unterzubringen, dass daraus Fragen entstehen und diese Fragen ernst zu nehmen sind und adressiert werden müssen. Daran hat sich auch mit dem, was er gestern gesagt hat, nichts geändert. Insofern gibt es berechtigte Fragen und Ängste aus der Natur der Sache heraus. Eine Verantwortung jetzt in Bezug auf konkrete Äußerungen des Bundesinnenministers kann ich nicht erkennen. Ich hätte mal eine Frage an Herrn Seibert. Seibert, sieht die Kanzlerin die Pegida-Bewegung auch als Rechtsextreme an? Die Kanzlerin hat sich in ihrer Neujahrsansprache 2015 zu solchen Demonstrationen ja schon geäußert. Und das zitiere ich gerne nochmal, weil es leider aktuell bleibt. Sie hat den Bürgern gesagt, folgen Sie denen nicht, die Kälte, die Vorurteile, ja sogar Hass in ihren Herzen tragen. Wie gesagt, das bleibt leider aktuell. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jordans. Der Innenminister hat ja auch in dem Zusammenhang über diesen Anschlag in Köln gesprochen. Da wollte ich fragen, ob die Bundeskanzlerin inzwischen dazu irgendeine Stellungnahme hat und ob sie da auch eine Verbindung zu dem Hass sieht, der auf die Straßen getragen wird bei Pegida und anderen. Die Bundeskanzlerin hat am Samstag schon ihre Bestürzung über diesen Anschlag ausgedrückt. Sie hatte auch mit Frau Rekers Ehemann gesprochen und Frau Reker auf diesem Weg ihre besten Wünsche für eine gute Genesung übermittelt. Jetzt sollte das Opfer im Mittelpunkt unserer Gedanken und unserer Wünsche stehen. Und ich sage gerne noch mal für die gesamte Bundesregierung, dass wir Frau Reker Kraft wünschen, und zwar seelisch wie körperlich, für die Zeit der Genesung. Der andere Teil Ihrer Frage, ich möchte mich hier wirklich nicht mit den Motiven einer solchen widerwärtigen Tat befassen. Es kann überhaupt gar keine Rechtfertigung dafür geben, einem anderen Menschen ein Messer in den Hals zu stoßen. Und ich bin überzeugt, wir sollten dem Täter nicht auf den Leim gehen, indem wir hier auch noch ernsthaft über seine angeblichen Motive diskutieren. Herr Jung hatte sich dazu gemeldet. Wir sind jetzt mit Pegida durch, habe ich damit verstanden, und sind jetzt bei dem Anschlag in Köln. Ja. Hätte die Wahl aus Sicht der Bundesregierung verschoben werden können bzw. müssen? Das ist doch nicht die Entscheidung der Bundesregierung, sondern der Behörden in Köln. Die haben es so entschieden. Und die Wahl ist gelaufen. Es ging ja nicht um die Entscheidung, sondern um die Sicht der Bundesregierung. Ich habe das nicht zu kommentieren. Herr Kirschner. Herr Seibert, in Ihrer Funktion erleben Sie ja Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Kanzlerin und anderen Bundespolitikern unmittelbar mit. Würde die Kanzlerin sagen, jetzt nach dem Kölner Attentat, dass man diese Sicherheitsvorkehrungen, also Personenschutz, erweitern sollte, auch auf Kommunalpolitiker?
Also das ist jetzt als Regierungssprecher wirklich gar nicht meine Aufgabe. Ich spreche auch nicht über die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Bundeskanzlerin, sondern sage nur grundsätzlich dazu, dass die immer entsprechend der Lage natürlich sind und ausreichend sind. Und ich kann über andere Ebenen dieses Staates, Länder und Kommunen hier nicht sprechen. Dann würde ich gerne Nachfrage stellen an Herrn Dr. Dimroth. Sieht Ihr Haus, sieht Bundesminister de Maizière die Notwendigkeit, vielleicht den Schutz zu erweitern auf die bisher schon über die bisher erstreckten Personen hinaus? Also letztlich läuft es auf das hinaus, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Der Bund und dort das Bundeskriminalamt ist für den Schutz von bestimmten Bundespolitikern und Funktionsträgern zuständig. Das geschieht lageangemessen und ausreichend und in einer sehr wirksamen und vernünftigen Form. Die Frage, ob auf anderen Ebenen, insbesondere bei anderen Gebietskörperschaften, die Notwendigkeit gesehen wird, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen oder nicht, können nur auf diesen Ebenen angesprochen und dann auch entschieden werden. Das wäre dann in dem Fall gegebenenfalls das jeweilige Bundesland, das eben für die Sicherheit auch von solchen Wahlkampfveranstaltungen beispielsweise zuständig ist. Insofern stellt sich die Frage für den Bund, die Sie formuliert haben, in der Form nicht. Für die Personen, für die der Bund die Personenschutzaufgabe übertragen bekommen hat, nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen, wird diese Aufgabe vollumfassend ausgefüllt und nochmal lageabhängig sozusagen die Maßnahmen so angepasst, dass ein umfassender Schutz gewährleistet ist. Herr Kollege, ich hatte nicht verstanden, ob Sie sich da zu diesem Thema gemeldet haben. Ein anderes Thema, dann Herr Steiner, bitte. Herr Dr. Dimroth, ich würde gerne von Ihnen wissen, ob es jetzt eine veränderte Lageeinschätzung auch Ihrer Seite gibt bezüglich des, ja, vielleicht auch Gewaltpotenzials von Einzeltätern, auch wenn man natürlich, wie Herr Seibert sagen kann, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ob es dort eine Veränderung gibt bei der Einschätzung, was eben radikalisierte Einzeltäter in diesem speziellen Bereich angeht, ob Sie dort jetzt einen speziellen Schwerpunkt drauflegen werden, als BMI eben auch dort Gefahrenabwehr frühzeitig zu betreiben. Also eine spezifische Lageveränderung in Bezug auf potenzielle Einzeltäter würde ich schon sozusagen aus operativen Gründen kaum hier jetzt in jeder Detailwendung darlegen können. Ganz allgemein gilt auch da, dass selbstverständlich die Behörden des Bundes, die Sicherheitsbehörden des Bundes sehr aufmerksam beobachten, was insgesamt passiert und die angemessenen Antworten dann auf die jeweils erstellte Lagebeurteilung finden. Ein neues Bild spezifisch auf das von Ihnen gerade geschilderte Phänomen kann ich nicht erkennen. Darf ich kurz nachfragen, abstrakt betrachtet, was wären denn mögliche Maßnahmen, die es überhaupt gibt für solche Fälle? Es ist ja relativ schwer vorstellbar, wir kennen es ja auch aus anderen Kontexten, dass eben solche Einzeltäter sehr schwer eigentlich zu handeln sind. Ja, aber das ist tatsächlich auch eine sehr hypothetische Frage, Herr Steiner, die ich dementsprechend auch kaum beantworten kann und werde. Ganz allgemein könnte ich mich jetzt das dritte Mal wiederholen. Es gibt Aufgaben, die der Bund zu erledigen hat in Bezug auf insbesondere den Schutz bestimmter Personen. Diese Aufgaben nehmen wir sehr ernst. Die Sicherheitsbehörden schauen sehr genau, was passiert. Und sie können sicher sein, dass sie daraus die richtigen und treffenden Schlüsse ziehen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Sicherheitsthema? Dann hatte ich das Thema Flüchtlinge eigentlich aufgerufen. Herr Anton Schewitt, Sie hatten sich dazu gemeldet? Hat sich erledigt. Okay, dann habe ich den Kollegen hier mit einer anderen Frage. Nochmal eine Frage an Herrn Dr. Dimroth. Vielleicht können Sie mich mal kurz aufklären. Es gibt die Forderungen aus der Union. Herr Uhl hat sich dazu nochmal geäußert, die Grenzen dicht zu machen, Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, an der Grenze abzuweisen und wieder zurückzuschicken. Meines Wissens nach ist zum Beispiel, besteht für Albanien und Montenegro überhaupt keine Visumspflicht. Die Menschen kann man doch gar nicht wegschicken, oder? Verstehe ich das falsch? Also zunächst mal sprechen Sie ja auch an das sogenannte Landgrenzenverfahren. Da wissen Sie, dass die politische Diskussion begonnen, aber mitnichten beendet ist. Insofern kann ich da auch sozusagen heute keinen neuen Wasserstand hier vermelden. Und in Bezug auf die andere Frage hatten wir das neulich schon mal mit Herrn Jung besprochen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Frage, ob jemand hier Asyl begehrt oder ob er sich für eine gewisse Zeit lang hier visumsfrei aufhalten darf. Denn wenn jemand Schutz nach den geltenden Asylregeln nachsucht, dann wird daraus ein entsprechendes Einzelfallprüfverfahren ausgelöst und abgearbeitet.
Dort steht aber nicht die Frage im Mittelpunkt, ob jemand sich hier für einen gewissen Zeitraum visumsfrei aufhalten darf, sondern dort steht im Mittelpunkt die Frage, ob jemand Schutz bedarf. Und da muss man schon differenzieren, denn das ist ja in der Regel der Fall, dass die Menschen, die aus den sogenannten westlichen Balkanstaaten hierher kommen mit dem Antrag, hier Schutz zu erhalten nach Asylgrundrecht. Und das ist eben eine ganz grundsätzlich andere Frage. Wie bitte? Das müssen Sie aber ja nicht an der Grenze äußern. Sie können ja erst mal rein. Die Praktikabilität solcher Einzelfallverfahren müsste man dann jedenfalls immer genau anschauen. Aber ganz grundsätzlich ist es eben ein großer Unterschied, ob ich für einen gewissen Zeitraum, so ist es ja in der Regel, wenn Visumsfreiheit erteilt ist, mich hier legal aufhalten darf, oder ob ich eben hier Schutz nachsuche und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben möchte, weil ich für mich geltend mache, dass ich in Deutschland Schutz bedarf. Herr Jung, dazu. So, Herr Sabat, können Sie kurz mal erklären, wie die Haltung der Bundeskanzlerin zu dieser ganzen Transitzonen-Thematik ist? Also, wenn ich in dem sehr richtig verstanden habe, der ist dafür. Und wenn ich die Kanzlerin, die habe ich noch nicht ganz richtig verstanden. Ist sie auch für Transitzonen oder ist sie für den Transitstaat Türkei? Das sind nun zwei Dinge, die wirklich nicht viel miteinander zu tun haben. Grundsätzlich gilt genau das, was Herr Dimroth gerade gesagt hat. Dieses Thema ist im Zusammenhang mit den europäischen Richtlinien, die Deutschland umzusetzen hat, derzeit noch im Gespräch innerhalb der Koalition, innerhalb der Bundesregierung. Diese Gespräche dauern an. Sie glauben nicht, dass so eine Transition für das Image, das flüchtlingsfreundliche Image Deutschlands schädlich sein könnte? Die Gespräche darüber dauern an und sie werden nicht nach Imagefragen geführt. Herr Steiner. Herr Dr. Dimroth, ich würde es trotzdem ganz gerne verstehen, die Geschichte, die der Kollege eben vorher ansprach. Es gibt also eine Gruppe von Personen, die kann visumsfrei einreisen, während das Landgrenzenverfahren als solches, wenn es denn käme, theoretisch eigentlich an der Grenze stattfinden würde oder zumindest grenznah stattfinden würde. Das ist zumindest die Vorgabe aus der EU-Richtlinie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, jemand reist ein. Und irgendwann, wenn es ihm beliebt, stellt er entsprechend einen Asylantrag und kommt dann an die Landgrenze. Oder ich kann es mir einfach nicht vorstellen, vielleicht können Sie es mir kurz erläutern. Kann ich ehrlich gesagt nicht, weil da gilt das, was zunächst ich und dann Herr Seibert gerade gesagt haben. Es gibt auf politischer Ebene darüber derzeit noch laufende Gespräche, vor allem zu der Frage, ob man ein solches Verfahren in Deutschland etablieren möchte. Solange diese Fragen nicht entschieden sind, stellt sich die Frage des wie des Ausbuchstabierens in Einzelfallkonstellationen, die gerade von Ihnen ja mit vielen Würde hätte, wäre in der Frage selbst angelegt waren, in der Form noch nicht. Insofern bitte ich um Verständnis. Jetzt muss erstmal Klarheit darüber geschaffen werden, ob man die in den Richtlinien, darauf kann ich auch nur noch mal hinweisen, ja eben entsprechend vorgesehene Möglichkeit sich einigt oder nicht. Und dann wird man sicher auch Antworten finden, wie man das so ausbuchstabiert und ausgestaltet, dass eben eine wirksame Maßnahme und eine wirkende Maßnahme dabei rauskommt. Und das hat der Bundesinnenminister ja auch mal wieder gesagt, das kann ich hier auch nur betonen. Selbstverständlich wäre dieses Instrument, wie viele andere, die derzeit diskutiert werden, nicht das Instrument, was dann dazu führen würde, dass man sozusagen das Problem erledigt hätte, ja, wenn man das mal so kurz etwas flapsig zusammenfassen kann. Sondern es wäre eine Maßnahme, eine Option, die dann, wenn geeignet, lagerabhängig, vielleicht auch nur temporär vor Ort nutzbar zu machen wäre, um einen Effekt zu erzielen, den wir erzielen möchten, nämlich dass insbesondere solche Antragsteller, die offensichtlich unbegründet einen Asylantrag stellen, auch möglichst ein schnelles Verfahren durchlaufen in Deutschland und bei einem negativen Ausgang Deutschland auch schnell wieder verlassen. Es ist aber sicher nicht die Maßnahme, die das Problem allumfassend von allen Seiten sozusagen lösen könnte, sondern es wäre eine Maßnahme, die dabei helfen könnte, ein Stück weit dieses Ziel, nämlich die schnellere Verfahren bei Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten zu ermöglichen. Das heißt, ich verstehe es richtig und Sie gehen davon aus, dass wo ein Wille ist, dann auch gegebenenfalls ein Weg ist. Das heißt, die Wirksamkeit steht am Ende des Prozesses, der Diskussion und nicht vorweg, als es müsste auch wirksam sein, damit wir es überhaupt weiter diskutieren. Nein, die Frage der Wirksamkeit steht aus Sicht des Bundesinnenministers, sonst hätte er diesen Vorschlag nicht gemacht, selbstverständlich fest. Aber die Frage des Wie man diese Wirksamkeit für all die Einzelfälle, die dann zu besprechen wären, erreicht,
Das ist dann die Aufgabe, die nach der politischen Einigung zu erledigen ist. Und da, das wissen Sie, wie aus anderen Kontexten auch, kommt es natürlich, da gibt es einen großen Spielraum, wie man das dann ausgestaltet, für welche Personengruppen, für wie lange, in welchem Umfang, an welchen Stellen, mit welchen rechtlichen weiteren Folgen möglicherweise und all das. Da ist ein großer Spielraum, den man dann gemeinsam nutzen muss, um möglichst zu passgenauen Antworten zu kommen. Herr Jung. Herr Seibert, Herr Demroth, aber nur mal, ich bin noch verwirrt. Also auf der einen Seite sagen Sie, diese Maßnahme der Transition liegt auf dem Tisch. Auf der anderen Seite haben Sie vor einer Viertelstunde gesagt, wie rechtsextrem Pegida ist. Solche Maßnahmen wie Transition fordern doch genau Pegida-Anhänger und AfDler. Also warum liegt sowas auf dem Tisch? Also, Herr Jung, fangen Sie gut gerne an. Sie ziehen da Verbindungen, die ich unzulässig finde. Wir haben es mit zwei EU-Richtlinien zu tun, die Deutschland umsetzen muss. In diesen EU-Richtlinien werden den Mitgliedsländern bestimmte Möglichkeiten eingeräumt unter bestimmten Umständen. Zu diesen Möglichkeiten gehört, sofern Grenzkontrollen vorliegen, auch die Möglichkeit von solchen Landgrenzenverfahren oder Transitionen, je nachdem, wie Sie das nennen wollen. Herr Demroth hat sehr klar gesagt, und das ist auch die Überzeugung der Bundeskanzlerin, dass das selbstverständlich kein Allheilmittel ist, keine alleinige Lösung, aber wenn es dafür die rechtliche Grundlage gibt, dazu beitragen kann, wieder mehr Ordnung in die Verfahren an der Grenze zu schaffen. Aber darüber läuft weiterhin die innerkoalitionäre Diskussion, die Auseinandersetzung über die Sache innerhalb der Bundesregierung, übrigens ein völlig normaler Vorgang. Ja, und im Übrigen wäre es, denke ich, von vornherein falsch, wenn man sozusagen per se nunmehr Positionen, die von dritter Seite, die man wie auch immer beurteilen mag, eingenommen werden, im politischen Diskurs ausschlösse. Dann würde man die Meinungsdeutungs- und Führungshoheit an Dritte delegieren. Das kann, glaube ich, nicht sinnvoll sein, sondern sinnvoll muss es sein, in dem Fall, wie Herr Seibert gerade ausgeführt hat, geltendes europäisches Recht, da wo es Sinn macht, in Deutschland umzusetzen und dabei sich nicht beeinflussen zu lassen von wem auch immer, sondern unsere Aufgabe und die Aufgabe der Politik ist es, wenn eine solche Lösung für sinnvoll erachtet wird, das so zu erklären und so klar zu machen und so zu versachlichen, dass Dritte das eben nicht für ihre möglicherweise stattfindende politische Agitation nutzen können. Sie sehen also nicht, dass das Thematisieren allein von diesen Transitionen Wasser auf die Mühlen von Pegida-Anhängern ist? Nein. Herr Kirschner. Zu Pegida nochmal. Ja, BIS hat sich gut, okay. Gerade wieder aufgerufen. Ja, Herr Demroth, Sie haben ja nochmal unterstrichen, Ihr Minister hat am Wochenende deutliche Worte zu dieser Bewegung gefunden. Es gibt ja die Möglichkeit eines Vereinsverbots. Wird daran gedacht im Innenministerium? Ich hatte eingangs ja recht deutlich und ausführlich Stellung genommen zu den verschiedenen GIDA-Bewegungen. Und wie Sie wissen, sieht das Vereinsrecht eine Vereinsverbotsmaßnahme durch den Bund nur dann vor, wenn es sich um Strukturen handelt, die länderübergreifend erkennbar und verfestigt sind. Insofern stellt sich die Frage derzeit schon deswegen nicht, weil ich vorhin ja gerade ausgeführt habe, dass es sozusagen keine verfestigten Strukturen über Landesgrenzen hinweg gibt. Und im Übrigen würde ich zu vereinsrechtlichen Maßnahmen, selbst wenn sie nur in der Prüfphase wären, hier ganz grundsätzlich keine Stellung nehmen, und zwar wiederum aus operativen Gründen, denn wie Sie wissen, sind Vereinsverbote in der Regel ja auch mit Exekutivmaßnahmen versehen, die nur dann Sinn machen, wenn das nicht vorher besprochen wird, sodass ich ganz grundsätzlich um Verständnis bitten muss, dass ich zu vereinsrechtlichen Maßnahmen mich operativ gar nicht verhalten kann. Herr Valussapoulos. Herr Seibert, Athen reagiert sehr, sehr skeptisch in der Idee von gemeinsamen Patrouillen von Griechen und Türken in die Ägäis. Wie bewerten Sie diese Reaktion in Athen? Ich bewerte die jetzt als Sprecher der Bundesregierung gar nicht. Wir haben hier in der Vergangenheit in den letzten 3 oder 4 Regierungspressekonferenzen sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wir es notwendig finden, und das ist nicht nur eine deutsche, das ist eine europäische Überzeugung, in die völlig ungesteuerte illegale Migration, die über der Ägäis stattfindet, derzeit einzugreifen und eine legale und geordnete Migration daraus zu machen. Das war übrigens auch ein zentraler Gegenstand der Gespräche der Bundeskanzlerin in Istanbul mit der türkischen Regierung gestern. Das ist ein europäisches und ein deutsches Interesse. Es ist im Übrigen auch, davon sind wir überzeugt, im Interesse der Ägäis-Anrainerländer.
Es gibt kein Vertrauen im Moment zwischen Athen und Ankara. Athen glaubt, dass vielleicht Türkei hat territoriale Ansprüche danach. Das ist mir als deutscher Regierungssprecher nicht möglich, das genaue Verhältnis zwischen Athen und Ankara von hier aus zu beurteilen, und ist auch nicht meine Aufgabe. Wir sind allerdings überzeugt, dass an diesem Stück EU-Außengrenze, wie gesagt, der derzeitige ungeordnete, übrigens auch für Tausende von Flüchtlingen lebensgefährliche Zustand, in dem die Schlepper ihr kriminelles Handwerk dort ungestört ausüben können, dieser Zustand übergeführt werden muss in einen geordneten, strukturierten Zustand. Ich habe jetzt Herrn Özcan, Herrn Steiner und Herrn Jung noch zu diesem Thema. Herr Seibert, die Bundeskanzlerin war ja am Sonntag in Istanbul. Die Financial Times hat geschrieben, dass die Bundeskanzlerin ist nicht nach Ankara geflogen, weil sie sich nicht im Präsidentenpalast fotografieren lassen wollte. Was sagen Sie dazu? Wenn die Bundeskanzlerin oder Mitglieder der Bundesregierung in ein anderes Land reisen zu Gesprächen, dann folgen wir den Vorschlägen der Gastgeber, wo diese Gespräche stattfinden sollen. Noch eine Nachfrage. Wie erfolgreich war die Bundeskanzlerin jetzt bei ihrer Türkei-Reise? Was hat sie in ihre Tasche mitgebracht? Na, zunächst einmal, es gibt ja, wie Sie wissen, eine intensivierte europäisch-türkische Zusammenarbeit. Die war ja auch gerade beim letzten Europäischen Rat Thema, siehe der Aktionsplan, der da begrüßt wurde von den Staats- und Regierungschefs. Parallel dazu und verstärkend dazu und außerdem eng abgestimmt mit den europäischen Institutionen wollen Deutschland und die Türkei ihre Zusammenarbeit intensivieren. Daran gibt es ein beiderseitiges Interesse. Und ich sage nochmal, dieses Interesse ist im Wesentlichen das Interesse, aus der derzeitigen Situation der ungesteuerten, illegalen und lebensgefährlichen Migration über die Ägäis eine legale und geordnete Migration zu machen. Und es ist das beiderseitige Interesse, das deutsche wie das türkische, die Lasten, die Deutschland und die Türkei durch die hohen Flüchtlingszahlen tragen müssen, fairer zu verteilen. Herr Steiner. Ja, ich habe nur eine Rückfrage an Herrn Dimroth. Es klang gerade eben ein wenig so, als seien diese beiden EU-Richtlinien vom Himmel gefallen. Ich gehe aber doch zu Recht davon aus, dass das Bundesministerium des Innern für die Bundesrepublik diese beiden EU-Richtlinien aktiv mitverhandelt hat, oder? Davon dürfen Sie ausgehen. Herr Jung. Ich habe noch mal ein paar Fragen zur Türkei-Reise, Herr Seibert. Erstens, warum konnte die Kanzlerin nicht bis nach den Wahlen in der Türkei warten? Warum hat sie keine Oppositionellen besucht? Damit es wenigstens fair gewesen wäre? Und das waren jetzt schon zwei Fragen. Vielleicht kann ich die erstmal beantworten. Also die Bundeskanzlerin ist in die Türkei gereist in einer Zeit, in der beide Länder durch die Entwicklungen in Syrien und durch die daraus resultierende Flüchtlingsbewegung besonders stark herausgefordert sind. Diese Reise gestern hat sich eingereiht in eine Reihe von Gesprächen, die sowohl die europäischen Institutionen als auch die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung mit der Türkei zu diesen sehr drängenden Fragen und Themen geführt haben. Und solche Gespräche, das hat die Bundeskanzlerin gestern in der Pressekonferenz auch ausgedrückt, solche Gespräche müssen zu jedem Zeitpunkt möglich sein. Im Mittelpunkt, ganz beherrschendes Thema der Gespräche gestern, waren erstens die Lage in Syrien und zweitens natürlich die derzeitige Flüchtlingssituation. Unsere Haltung zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Fairness bei Wahlen ist der türkischen Regierung sehr gut bewusst. Die Bundeskanzlerin hat gestern in der Pressekonferenz auch von ihren Erwartungen bezüglich der Wahlen gesprochen, dass sie nämlich fair ablaufen sollen. Und sie hat auch daran erinnert, dass, was wir hier auch mehrfach gesagt hatten, dass der Aussöhnungsprozess mit der kurdischen Bevölkerung nach der Wahl hoffentlich wieder verstärkt fortgeführt wird. Der Mittelpunkt und das Entscheidende bei dieser Reise waren allerdings die Themen Syrien und Flüchtlingskrise. Und deswegen waren auch die Gesprächspartner der Ministerpräsident und der Staatspräsident. So, Herr Varoufakis. Herr Seibert hat gestern laut Presseagenturen hat gestern Frau Merkel in Istanbul gesagt, dass Deutschland wird Türkei unterstützen in Sache Zypern. Hat sowas gesagt und was bedeutet das?
Also das Protokoll der gestrigen Pressekonferenz können Sie selbstverständlich nachlesen. Und darauf würde ich Sie verweisen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich diese Stelle aus der Pressekonferenz raussuchen kann. Das kann aber ein bisschen dauern. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier 5 Minuten wühlen soll. Das Protokoll ist für Sie, wie alle anderen Pressekonferenzen, die die Bundeskanzlerin abhält, zugänglich. Und Sie wissen ja, wie. Herr Jung nochmal. In diesem Protokoll habe ich wenig zu meiner Frage jetzt gefunden, Herr Seibert. Was hat sie mit dem türkischen Präsidenten in Sachen Presse- und Meinungsfreiheit besprochen? Ich habe Ihnen gesagt, was die zentralen Themen des gestrigen Besuchs waren. Und die sind auch in den Gesprächen ganz überwiegend behandelt worden. Und im Übrigen verweise ich auf die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Davutoğlu und auf die Äußerungen der Bundeskanzlerin nach dem Gespräch mit dem Präsidenten. Ich habe mal noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Frau Schibli, welche Voraussetzungen erfüllt die Türkei für den Status als sicheres Herkunftsland und welche nicht? Die Diskussion um das Thema sichere Herkunftsstaaten hatten wir in diesem Raum. Herr Jung, Sie haben erst vergangenen Freitag meinem Kollegen diese Frage gestellt. Wir sind da in einem Prozess. Es gibt Diskussionen darüber. Die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Deswegen möchte ich mich zu dem Thema hier nicht weiter äußern, wenn Sie Verständnis dafür haben. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Das alles hängt ja so ein bisschen mit allem zusammen heute. Ja, tut mir leid, ich kriege es nicht besser geordnet. Türkei, Flüchtlinge, Pegida. Haben Sie noch eine Frage dazu, zu diesem Thema? Ja, nochmal zu den Transitionen. Und vielleicht helfen Sie mir netterweise nochmal mit Ihrem Namen. Mein Name ist Gleb Kare für Rapkli. Zu den Transitzonen nochmal. Gibt es schon eine Stellungnahme von der Bundeskanzlerin bezüglich Herrn Wenz' Forderung nach einer Grenze mit Österreich? Nach einer befestigten. Ich wollte gerade sagen, eine Grenze haben wir ja mit Österreich. Ich kann Ihnen jetzt nur das FAZ-Interview der Bundeskanzlerin vom Samstag ans Herz legen, in dem sie sehr ausführlich auch darüber spricht, dass nach ihrer festen Überzeugung man ein Land wie Deutschland nicht abriegeln kann und dass auch ein Zaun nicht helfen würde, verzweifelte Menschen komplett abzuhalten, sondern dass wir daran arbeiten müssen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Dem diente unter anderem auch die gestrige Reise und eine gemeinsame europäische Reaktion auf die Flüchtlingskrise herbeizuführen. Und da setzt sich Deutschland mit aller Kraft ein. Können wir diesen Themenkomplex jetzt verlassen? Dann habe ich nämlich Herrn Tufikner mit einem anderen Thema. Bitte schön. Frage an Frau Schäbli zur Situation in den besetzten Gebieten. Frankreich hat ja heute, oder ich glaube gestern, gefordert, dass internationale Beobachter auf dem Tempelberg stationiert werden. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und eine zweite Frage auch zum Besuch des israelischen Premierministers hier am Mittwoch. Er soll sich ja anscheinend mit Herrn Kerry treffen. Wann ist das Treffen geplant? Und wird auch der Bundesaußenminister, ich weiß nicht, ob es zeitlich überhaupt hinhaut, dabei sein? Also zu Ihrer ersten Frage, der Beobachter. Das Ganze lief, wie Sie ja sicherlich gesehen haben, im Rahmen des Sicherheitsrats und war auch nicht Bestandteil einer deutsch-französischen Koordinierung und auch keiner E3-Koordinierung. Uns liegt auch kein konkreter Textvorschlag vor, deswegen kann ich das im Detail gar nicht bewerten. Zu der Frage Netanyahu würde ich eher auf Herrn Seibert verweisen. Ob es ein Gespräch zwischen dem Außenminister und Netanyahu geben wird, kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Sobald das klar ist, wir haben natürlich Interesse, werden wir das hier oder auch in einem anderen Rahmen kommunizieren. Zu Ihrer Frage Kerry, Netanyahu, da müssten Sie die amerikanische Seite fragen, wann das Gespräch stattfinden soll und ob es stattfindet. Das kann ich Ihnen von dieser Stelle auch nicht bestätigen. Okay.
angesichts dieser eskalierenden Gewalt jetzt auch, wo jetzt anscheinend auch Israelis, Tausende von Israelis Waffenscheine beantragt haben auf der Straße, wo auch auf beiden Seiten geschossen wird, scharf geschossen wird, würde die Bundesregierung generell auch internationale Beobachter begrüßen, die Stationierung von denen im Westjordanland zum Beispiel oder auch in Ostjerusalem? Lassen Sie mich zwei, drei Sätze jenseits der Frage Beobachter auf dem Tempelberg oder nicht zur aktuellen Lage sagen. Der Außenminister hat sich ja am Freitag mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Die Lage in Israel und in den besetzten Gebieten Westjordanland macht uns wirklich große Sorgen. Inzwischen haben wir 44 Tote auf der palästinensischen Seite, 9 Tote auf der israelischen Seite und mehrere tausend Verletzte. Wir rufen beide Seiten auf, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Verschärfung der Lage führen können. Beide Seiten sind aufgerufen, deeskalierend auf die Lage einzuwirken. Und vor allem ist wichtig, dass bei allen Schritten, die unternommen wird, Augenmaß gewahrt wird. Es ist wichtig, dass Unschuldige bei all den Schritten, die organisiert werden, bei all den Schritten, die genommen werden, dass Unschuldige nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir haben gesagt, oder der Außenminister hat am Freitag gesagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und es kann nicht sein, dass Zivilisten Opfer dieser abscheulichen und inakzeptablen Taten werden. Das ist zu verurteilen, und zwar aufs Schärfste. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Sprachlosigkeit, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, ich weiß, vielleicht sogar mehr als viele Monate, die Sprachlosigkeit dauert jedenfalls schon viel, viel zu lange an. Es ist wichtig, dass diese Sprachlosigkeit auf beiden Seiten überwunden wird und der Einstieg in einen politischen Prozess wiedergefunden wird. Denn nur über diesen politischen Prozess kann es gelingen, a, die Lage zu entschärfen, b, ein bisschen Perspektive für die Menschen zu schaffen und c, vielleicht dann auch wieder Gespräche über die Möglichkeiten einer Zwei-Staaten-Lösung. Wir sind sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Und wenn jetzt nicht die richtigen Schritte vollzogen werden, kommen wir noch weiter weg von politischen Gesprächen, von dem Einstieg in einen politischen Prozess. Aber deswegen ist es wichtig, dass von beiden Seiten beruhigend auf die Lage eingewirkt wird. Wir haben gesehen, dass nach dem Brandanschlag auf, Sie haben das ja gesehen, auf die Städte in Palästina, Abbas, der palästinensische Präsident, ja gesagt, dass das Ganze verurteilt hat und gesagt hat, das ist nicht mit dem palästinensischen Kultur- und Religionsverständnis vereinbar. Und genau das sind die Antworten, die wir brauchen, wenn es zu Eskalationen auf beiden Seiten kommt. Herr Jung. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall. War das Ihr Thema auch das zweite, was Sie? Sie hatten sich ja zu einem zweiten Thema gemeldet. Ein anderes. Anders, dann sind Sie jetzt nochmal dran. Zu Afghanistan. Da waren wahrscheinlich Herr Seibert und Frau Schäbli. Ich zitiere Herrn Schäfer vom Freitag. Ich denke, man kann durchaus sagen, dass auch die Haltung der Bundesregierung, die wir in den letzten Monaten immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit der amerikanischen Regierung ausgetauscht haben, eine Rolle dabei gespielt hat, dass der amerikanische Präsident sich gestern öffentlich so eingelassen hat, wie er das getan hat. Also damit habe ich Herrn Schäfer richtig verstanden, dass die Bundesregierung die US-Regierung im Grunde überredet hat, noch länger in Afghanistan zu bleiben und nicht abzuziehen? Beziehungsweise hat die Bundesregierung, die amerikanische Regierung dazu geraten, länger zu bleiben? Herr Schäfer hat sich genauso ausgedrückt, wie er sich ausgedrückt hat, und so konnte man ihn auch verstehen. Wir waren seit geraumer Zeit mit unseren Partnern
natürlich ganz besonders auch mit den USA im Gespräch darüber, wie wir die Lage gemeinsam in Afghanistan einschätzen und was das für die Mission, in der wir alle engagiert sind, bedeutet. Und nun hat der amerikanische Präsident seine Ankündigung gemacht zum künftigen Engagement der USA. Die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin hat es ausdrücklich begrüßt und hat es ein wichtiges Signal für die internationale Gemeinschaft, für die Bündnispartner der USA, vor allem aber für die Menschen in Afghanistan genannt. Naja, hätten Sie genauso reagiert, wenn Obama gesagt hätte, wir ziehen da jetzt ab? Ja, ich muss ja hypothetische Fragen nicht beantworten. Wir sind froh und begrüßen, dass er die Ankündigung gemacht hat, die er gemacht hat. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Gibt es weitere Fragen zu Afghanistan? Herr Tufikny hat ein anderes Thema. Frau Schäble, gibt es schon eine Bewertung der Iran-Reise des Bundesaußenministers? Der Minister ist ja noch in der Region unterwegs, deswegen ist es ein bisschen zu früh, um eine Bewertung abzugeben, Bewertung abzugeben. Aber ich kann Ihnen mal ein paar Eindrücke aus den Gesprächen im Iran vielleicht hier sagen. Also Zweck der Reise war es ja, auszuloten, einerseits, was bilateral möglich ist, also zwischen Deutschland und dem Iran. Das gilt vor allem im kulturellen Bereich. Hier hat es ja ein Treffen mit vielen Studenten gegeben. Es sind auch konkrete Projekte in Planung, zum Beispiel Stipendienprogramme. Dann ging es natürlich um die Umsetzung der Wiener Atomvereinbarung. Die Vereinbarung ist gestern, wie Sie wissen, 90 Tage nach der Verabschiedung der Sicherheitsratsresolution förmlich in Kraft getreten. Und jetzt liegt es im Prinzip am Iran, die in der Atomvereinbarung aufgeführten Kriterien, Verpflichtungen zu erfüllen. Jedem ist klar, dass das kein Selbstläufer ist. Und wir werden, und das hat der Minister gesagt, genau hinschauen und hinsehen, dass die Verpflichtungen eingehalten werden und dass auf die Bestimmungen geachtet wird. Wir hatten das Gefühl, oder der Minister hatte das Gefühl in seinen Gesprächen, dass der Iran entschlossen ist, seine Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten. So, das ist sozusagen die Dimension des Bilateralen, die Dimension des Atomabkommens. Und die dritte Frage, die den Minister beschäftigt hat, ist natürlich die regionale Frage. Da haben Sie ja in den Medien verfolgt, dass es den ein oder anderen Unterschied gab in der Einschätzung der Bewertung zum Beispiel Assads oder der russischen Luftschläge. Hier gibt es einen Unterschied zwischen unserer Einschätzung und der iranischen Einschätzung. Aber gleichzeitig war uns auch klar, dass wir nicht nach Iran fahren und mit einem Gespräch es schaffen, alle Seiten an einen Verhandlungstisch zu bringen und die Iraner davon zu überzeugen, jetzt von Assad sein zu lassen, oder die Iraner davon zu überzeugen, dass das, was die was Russland in Syrien macht, vielleicht die Lage komplizierter, wenn nicht sogar gefährlicher macht. Da ist Iran jedenfalls das, was nach außen kommuniziert wird und das, was ich wahrgenommen habe, anderer Meinung. So viel kann man aber trotzdem sagen. Es gibt ein Bewusstsein in der Region, dass eine Veränderung notwendig ist. Über die Frage, wie diese Veränderung aussehen muss und was es braucht, um zu dieser Veränderung zu kommen, dazu gibt es erhebliche Meinungsunterschiede, gegensätzliche Vorstellungen der regionalen Akteure. Der Minister ist gestern in Saudi-Arabien angekommen und hat dort die ersten Gespräche geführt mit der Zivilgesellschaft. Heute finden weitere Gespräche statt mit dem König, mit dem Kronprinzen, mit dem Außenminister. Auch in Saudi-Arabien wird er seine Erwartungen zum Ausdruck bringen über ein mögliches Engagement Saudi-Arabiens, was die Syrien-Frage angeht. Zusammenfassend würde ich sagen, es ist gut, dass wir geredet haben. Es hat sich gezeigt, dass es wichtig war, vor Ort zu sein und zu reden. Wir haben eine Einschätzung dessen, wo der Iran steht. Es gibt Interessensunterschiede, die wir natürlich nicht über Bord werfen können, die nach wie vor bestehen. Und jetzt wird es in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit weiter darauf ankommen, mit den Akteuren in der Region im Gespräch zu bleiben. Und aus Saudi-Arabien konkret kann ich Ihnen jetzt noch nicht so viel sagen.
Danke. Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat Herr Jung noch ein anderes Thema. Ich habe nochmal das Thema Rammstein, Herr Seibert. Ich zitiere Sie mal von Freitag. Da sagten Sie, die US-Regierung hat der Bundesregierung, nachdem wir entsprechende Fragen übermittelt hatten, Mitte Januar 2015 noch einmal versichert, dass von US-Stützpunkten in Deutschland Einsätze bewaffneter, ferngesteuerter Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Also, aber es ist bekannt, dass Drohnen durch Rammstein weder gesteuert noch befehligt werden. Von Washington oder Nevada können die Drohnen dank der Erdkrümmung nicht direkt gesteuert werden. Rammstein ist die Zwischenstation für extralegale Tötungen. Daher die Frage, hat die Bundesregierung seit den Enthüllungen des bisherigen Jahres neue Fragen zur Rolle Rammsteins als Signal Relay an die US-Regierung entsendet? Weil Januar 2015 ist schon ein Dreivierteljahr her. Sie haben mich aus der Regierungspressekonferenz von Freitag zitiert und das ist auch das Zitat von heute. Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen. Es geht aber um einen neuen Sachverhalt. Es geht nicht um die Steuerung, nicht um die Befehligung, sondern um die Wichtigkeit von Rammstein als Signal-Relay-Station. Ohne Rammstein könnten diese Drohnen nicht fliegen. Ich habe in dieser ganzen Materie meinen Ausführungen vom Freitag nichts hinzuzufügen. Herr Steiner? Dann als To Whom It May Concern Frage formuliert, gibt es innerhalb der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse über eine Aktivität durch US-Streitkräfte auf deutschem Boden, die sich bezieht entweder auf die Einsätze in Afrika, also AFRICOM Stuttgart oder Ähnliches, oder eben auf die Relais-Tätigkeit, wie zuletzt ausgesagt vom ehemaligen Drohnenoperator Brandon Bryant im Untersuchungsausschuss. Gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse, die Sie in Erfahrung gebracht haben? Und wenn ja, wie sehen diese aus, wenn Sie uns das öffentlich mitteilen können? Also ich weiß nicht, an wen die Frage jetzt konkret... Ja, die Frage war ja nicht konkret adressiert. Die war ja, wer... Also Frau Schibli, Sie fühlt sich angesprochen, bitte. Ich kann dem, was Herr Seibert vergangenen Freitag hier gesagt hat, eigentlich nicht so viel hinzufügen. Ich kann dem Freitag nur einen Punkt hinzufügen. Am Freitag wurde danach nicht gefragt. Sie haben gerade das Stichwort AFRICOM genannt. Ich hatte am Freitag auf die Antwort der US-Regierung aus Mitte Januar dieses Jahres auf entsprechende Fragen der Bundesregierung Bezug genommen und bei diesen Antworten hat die US-Seite auch versichert, dass sämtliche Entscheidungen über Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge im Kommandobereich des US-Hauptquartiers AFRICOM durch die US-Regierung in Washington gefällt werden. Herr Jung, noch mal dazu. War Herr Chilas nicht vor mir? Bitte? Ich dachte, Herr Chilas wäre vor mir gewesen. Entschuldigung. Vielen Dank, aber die Führung dieser Pressekonferenz behalte ich gerne noch bei mir, aber schön, dass Sie da sich auch einmischen möchten. Bitte, Sie haben Herr Sabin, mich würde noch mal zu dem Thema interessieren, warum man sich überhaupt mit so einer Antwort wie weder geflogen noch befehligt zufrieden gibt, wenn man, und das auch hier auch noch öffentlich verkündet, wenn man es von vielen Seiten besser weiß. Also was kann die Bundesregierung stutzig machen, wenn nicht Veröffentlichungen unterschiedlichster Medien, von Studien und von Zeugenaussagen von US-Soldaten? Ich habe meiner Antwort vom Freitag und von vor anderthalb Minuten nichts hinzuzufügen. Aber darum geht es ja, Ihre Antwort ist immer die, wir haben eine Antwort von der US-Regierung. Die könnte ja nicht stimmen. Ich habe am Freitag auch gesagt, anderslautende neue Erkenntnisse liegen der Bundesregierung nicht vor. Sollten entsprechend verlässliche Informationen vorliegen, werden diese einer intensiven Prüfung unterzogen. Gibt es noch andere Kollegen, die zu diesem Thema fragen möchten? Das scheint mir nicht der Fall. Herr Chilas, ich nehme an, Sie haben ein anderes Thema. Bitte schön. Ja, Pierre Moscovici hat angeregt, den Stabilitätspakt zu flexibilisieren für die Länder, die von der Flüchtlingsfrage besonders betroffen sind. Nun stimmt die Berlin dieser Anregung zu und ist auch Griechenland eventuell davon betroffen? Ich kann mich hier, Herr Chilas, nicht äußern zu angeblichen Vorschlägen von Herrn Moscovici, die ich so nicht kenne.
Ich kann Ihnen berichten, dass darüber am Rande und in der Eurogruppe gesprochen wurde. Und ich darf noch einmal daran erinnern, dass die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage sehr klar ist. Wir halten es für falsch, den Stabilitätspakt mit Blick auf diese Problematik zu ändern, aufzuweichen. Wir sehen aber im Rahmen der individuellen Haushaltsverfahren für die jeweiligen Mitgliedstaaten, für die Kommission Spielraum, hier Flexibilität obwalten zu lassen. Das setzt aber voraus, dass der jeweils einzelne Mitgliedstaat diese Aufwendung, diese Belastung, die er aufgrund der Flüchtlingsfrage zu schultern hat, der Kommission gegenüber glaubwürdig darlegt. Und dann hat die Kommission die Möglichkeit, das im Rahmen des einzelnen Haushaltsverfahrens jeweils einfließen zu lassen und zu bewerten. Also, es könnte auch Griechenland davon betroffen sein. Es gilt grundsätzlich für jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Auffassung ist, dass er entsprechende Belastungen zu tragen hat und diese dann im Haushaltsverfahren, also wenn entsprechend die Bewertungen vorgenommen werden durch die Europäische Kommission, dann berücksichtigt werden möchte. Ja. Gibt es weitere Fragen zu Griechenland oder zum Stabilitätspakt? Dann hat Herr Jung das Wort für ein anderes Thema. Ich habe noch eine kurze Frage ans BMWI oder an Herrn Jäger. Wie hoch werden prognostizierend die Steuereinnahmen des Staates aus der deutschen Rüstungsindustrie dieses Jahr sein? Und können Sie da vielleicht einen Vergleichswert zum letzten Jahr uns geben? Das wäre Finanzministerium, würde ich sagen, ne? Für Steuern. Nein, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Wenn Sie Interesse daran haben, wie hoch die Steuereinnahmen ausfallen, dann darf ich Sie jetzt schon herzlich einladen zur Pressekonferenz anlässlich der nächsten Steuerschätzung. Die wird vermutlich, so sagt mir mein Kalender, stattfinden um den 5. November herum. Kommen Sie zu uns ins Finanzministerium, da werden Sie aus erster Hand erfahren, mit was für Entwicklungen wir rechnen dürfen. Dabei werden Sie allerdings feststellen, dass wir diese Steuereinnahmen nicht nach Branchen aufschlüsseln. Das geht nicht, aber wenn Sie Interesse haben, dann nehmen Sie sich die entsprechenden Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen und verschaffen sich einen eigenen Eindruck, beziehungsweise fragen dort nach, ob diese Steuereinnahmen, die wir aus der Rüstungsindustrie heraus generieren, gestiegen sind oder gefallen sind, kann ich Ihnen hier nicht beantworten. Herr Toschow weiß jetzt auch nicht. Nein. Der ist auch nicht zuständig für Steuern. Also, aber Steuern ist uns. Wir dürfen gerne das nochmal ergänzen. Ja, aber zuständig für die Rüstungsindustrie hätte sein können, dass man ja, weiß, nicht, ob Steuern die gehören oder nicht verjungen. Das liegt ja, das da wahrscheinlich liegt an meiner tiefsten Kenntnis darüber, wie sich Steuern erhoben werden oder ermessen werden. Bitte, Herr Toschow. Ich hab keine Erkenntnisse dazu. Es ist nicht unsere Zuständigkeit. Danke. Gut. Gibt es Fragen zu weiteren Themen? Das, doch, die haben, ich sehe Sie so ganz schlecht da hinten. Bitte schön. Vielleicht immer noch nicht den richtigen. So, jetzt. Ja, Millionen Spiegelleser fragen sich zurzeit, ob die Bundesregierung wirklich das ist, was sie vorgibt zu sein, kann ich mir denken. Und ja, wie wollen Sie die versichern, dass Deutschland kein Land ist, das Waffenembargos aufhebt, um WM-Stimmen zu kaufen? Also vor allem, wenn es um Länder wie Saudi-Arabien geht. Haben Sie die Frage verstanden? Den Einstieg in die Frage habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich ahne vage, dass es auf die Geschichte WM 2006 anspielt. Genau, könnte das sein? Genau. Versuchen Sie die Frage noch mal so zu formulieren, dass man sie hier verstehen kann. Mit dem Mikrofon gesucht, bitte. Na, wie wollen Sie die Menschen, die jetzt an der damaligen Bundesregierung gezweifelt haben, überzeugen, dass Deutschland kein Land ist, das Waffenembargos, weil der Vorwurf wurde ja laut, dass ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien aufgehoben wurde, um eine WM-Stimme zu sichern? Und wie wollen Sie diese besorgten Leser versichern, dass diese Bundesregierung keine Waffenembargos aufhebt, um
internationales Prestige zu gewinnen? Also zum Kern Ihrer Frage, wenn Sie es denn so gemeint haben. Da gibt es jetzt eine Berichterstattung über das Zustandekommen der WM 2006. Die verfolgt die Bundesregierung, die hat sie zur Kenntnis genommen. Und diese Berichterstattung bedeutet natürlich, dass die Vorgänge aufgeklärt oder die Vorwürfe aufgeklärt werden müssen. Das ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, sondern es ist die Aufgabe des DFB und der FIFA. Und da sind wir ganz zuversichtlich, dass die sich auch mit dieser Aufgabe intensiv befassen werden. Haben Sie, Nachfrage, haben Sie denn eine Stellungnahme zu den Vorwürfen? Nein. Gibt es Fragen zu weiteren Themen? Herr Demroth, hat der Sportminister denn volles Vertrauen in die DFB-Führung? Moment, der kriegt der Sportminister Sprecher, bekommt noch das. Netter Versuch, Herr Jung, aber zu dem, was Herr Seibert gerade gesagt hat, dass wir zunächst mal jetzt sehr aufmerksam verfolgen, wie der DFB seinerseits beiträgt zu der gebotenen Aufklärung, habe ich nichts hinzuzufügen. Danke. Weitere Fragen zu anderen Themen scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen für ihr Kommen und das Interesse.